Ja, Urlaub. Ein bisschen Urlaubsbräune ist noch da, aber das ist ja gar nicht, macht man ja gar nicht mehr heute. Was machen Wikipedianer im Urlaub? Also ich kann natürlich sagen, was ich so im Urlaub mache. Also zuerst einmal ist Urlaub natürlich für Wikipedianer nicht unbedingt Urlaub aus der Wikipedia, sondern also von meiner Wahrnehmung, sondern Urlaub von der normalen Arbeit, von dem normalen Alltag. Und ich verbringe tatsächlich meinen Urlaub seit Jahren irgendwie immer oben in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste oder an der Ostseeküste. Häufig kombiniert mit einem Besuch beim Wacken Open Air. Da kann ich meine Frau mitnehmen, da kann ich meine größeren Söhne mitnehmen und ich treffe da auch Freunde, die ich regelmäßig treffe. Das heißt, das ist auch Teil meines Urlaubs. Dieses Jahr war ich dort nicht. Aber ich war trotzdem oben an der Nordsee und ja, das war mein Urlaub. Du hast Machst du was Wikipedianisches im Urlaub? Ich. Also könnte ich jetzt fragen, weil hinten hängt es mit dem Festival Sommer, also heißt also Nee, den Wacken Festival Festival und im so. Wacken habe ich den Festival Sommer außen vor. Zum Festival Sommer machen wir irgendwann mal eine eigene Sendung. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Nee, gut. Aber ich plane eigentlich meinen Urlaub von vornherein so, dass ich auch zumindest ein paar Dinge wikipedianisch machen kann, die ich mir en bloc mal vornehme. Das bedeutet, meistens so mein Alltags-Wikipedia-Dasein ist, ja gut, ich stehe morgens irgendwann auf, schreibe ein bisschen was in der Wikipedia, dann arbeite ich dabei, habe ich eine regelmäßige Beobachtungsliste, abends schreibe ich noch mal ein bisschen mehr und dann ist der Tag vorbei. Aber so richtig Projekte ist schwierig. Und im Urlaub ist dann immer so, ja, was möchte ich denn eigentlich mal machen? Möchte ich mich mal einmal komplett, einmal 3 Wochen lang auf einen Artikel konzentrieren? Oder möchte ich mal was komplett Neues ausprobieren? Und häufig geht das dann in die Richtung. Ja, was hast du denn jetzt gemacht im Urlaub? In diesem Urlaub habe ich habe mich konzentriert auf Wiktionary. Ich habe in Wiktionary mitgearbeitet. Da wollte ich immer mal ein bisschen Zeit investieren. Und zwar Wiktionary, das ist, anders als die Wikipedia, ist es ein Wörterbuch. Man schreibt also auch gemeinsam, aber man schreibt über Wortbedeutung, über verschiedene Flexionen, über grammatische Dinge bei den Wörtern, Übersetzungen. Das heißt, jeder Eintrag betrifft ein Wort und darüber schreibt man dann, Das ist oder? anders als bei Wikipedia, wo es halt um Begriffe geht, ja, um Begriffe, ihren Hintergrund, ihre Geschichte und so weiter. Und wenn es wirklich nur um das Wort geht, ja, das Wort mit seinen Fällen, Akkusativ, Dativ, Übersetzung und so weiter, dann ist Wiktionary das richtige Projekt. Und in meinem Fall war es dann so, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag so einen Wiktionary-Artikel anzulegen. Das geht relativ schnell, wenn man das einmal raus hat, weil Ja, das aber ist wieso stark macht man das im Urlaub? standardisiert. Also wieso hast du jetzt ausgerechnet das im Urlaub gemacht? Wie Weil kommst das du kann ich darauf? morgens zu meinem Kaffee zum Wachwerden machen. Also das ist dann immer so schnell gemacht. Man hat sich's vorgenommen, man hat's getan und dann fährt man raus an den Strand oder irgendwas besichtigen und kümmert sich mit den Kindern. Macht irgendwas anderes und wenn man abends zurückkommt, guckt man mal, ob da irgendwer drauf reagiert hat. Und für mich gehört auch das Wiki-Leben eigentlich auch in den Urlaub noch mit rein. Das ist einfach bei Okay. mir so. Also jetzt müsstest du mich fragen, wie ist das bei dir, Elia? Ja, wie ist das bei dir, Elia? Du warst jetzt ja in Frankreich. Genau, ich war in Frankreich unterwegs und also bei mir gehört zum Urlaub dazu, dass ich tatsächlich meine Beobachtungsliste meistens ausmache, also nicht anschaue, nicht aufrufe und Wikipedia eher konsumierend benutze. Also wenn ich in irgendeinem französischen Ort bin, dann schaue ich den Wikipedia-Artikel dazu an, erst den deutschen, dann den französischen. Die sind meistens ein bisschen länger, aber wie ich festgestellt habe, sind sie nicht zwingend informativer. Die haben oft so Abschnitte dabei, die dann über Risikofaktoren, die aus irgendwelchen Datenbanken stammen, die dann für den Touristen oder eine Touristin vor Ort eher erstmal nicht so spannend sind. Aber was man natürlich gut sehen kann und was mich dann wieder reinzieht, ist das Fotothema. Also ich sehe dann, aha, in diesem Ort ist nur die Kirche und das Rathaus fotografiert, da könnte man vielleicht noch was machen. Und dann ist es natürlich so, dann fahren wir natürlich dahin und ich mache Fotos und die lade ich dann gegebenenfalls auch in Wikipedia hoch, wenn es passt. Also das mache ich tatsächlich auch, dass ich mit meinen, das ist halt genau dann die Tagesgestaltung, ist relativ häufig so, wenn man so diesen Spaßteil hat, dann fährt man durch Ortschaften und sieht, okay, man hat diese Denkmallisten, man kann auch Denkmallisten Genau. abarbeiten, und da fehlt dann häufig irgendwie noch die Kirche oder Genau. irgendein Bürgerhaus oder was auch immer. Und dann fotografiere ich die ganze Zeit und dann will ich die hochladen, weil nämlich direkt nach dem Urlaub ist immer Wiki Loves Monuments und dann Genau. schaffe ich das nicht. Genau, eigentlich müssten wir jetzt aufrufen, also heute ist nämlich, wir nehmen natürlich immer ein bisschen vorher auf, aber wenn das Ding hier raus ist, ist Wiki Loves Monuments für dieses Jahr durch. Wir müssen aber jetzt noch schnell ein paar Bilder hochladen. Ich bin mit Raimund nämlich Drohne fliegen gewesen und wir haben, glaube ich, ein paar ganz coole französische Denkmäler mit der Drohne beflogen.
Das macht immer sehr viel Spaß, weil in Frankreich ist irgendwie mehr Platz und weniger Menschen und man kann da ein bisschen freier unterwegs sein. Da gibt es natürlich auch Regeln, wo man nicht fliegen darf, da halten wir uns natürlich dran. Also wir sind Drohne geflogen, wir sind fotografieren gewesen. Was ich gerne mache im Süden, ist auch Insekten fotografieren. Du kennst meine Makroaufnahmen. Und da hilft es natürlich dann auch wieder, meistens mache ich das aber erst hinter dem Urlaub. Hinter dem Urlaub? Nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub. Das, was habe ich denn da eigentlich fotografiert? Ne? Ich kenne mich natürlich so fast überhaupt nicht aus, wenn es um die einzelnen Arten und so weiter geht. Und da gibt es natürlich eine wunderbare Seite in Wikipedia, die heißt, hilf mir mal gerade, Wikipedia, Portal, Redaktion, Reaktion. Lebewesen. Jedenfalls helfen die beim Bestimmen von Bestimmungshilfe, genau. Die helfen beim Bestimmen von Tierchen, Viechern, die man fotografiert hat oder auch Pflanzen. Was auch dort natürlich nicht immer ganz einfach ist. Das ist nicht einfach, ne? Vor allen Dingen, wenn ich die Libelle nur von vorne fotografiert habe und nicht von der Seite oder da hinten. Oder da gibt es ja ganz viele Dinge, die man am Phänotyp dann nur nicht und so weiter. Aber da kommen wir schon wieder zu einem ganz anderen Thema. Da kommen wir auch irgendwann anders noch mal okay. separat hin. Ich habe noch ein ganz, ganz exotisches Ding gemacht dieses Jahr im Urlaub. Ich habe gedacht, ich spinne komplett. Ist auch ein bisschen peinlich gewesen. Wenn so die Erholung einsetzt, ja, dann mache ich immer gerne schon mal dieses Kreuzworträtsel in einem Zeitmagazin. Das ist immer so ein bisschen um die Ecke gedacht. Und da war am Ende ein Begriff, es sollte sein, ein Politiker einer bestimmten Partei, der auf drei bestimmte Buchstaben endete. Und ich kam und kam und kam nicht drauf, peinlich genug. Aber dachte ich, okay, das lässt sich aber über Wikidata rausfinden. Und dann habe ich eine Wikidata-Abfrage gemacht. Zeige mir Politiker, Mitglied der SPD. Und endet auf die drei Buchstaben XYZ. Ich sage jetzt nicht was, nämlich es ist ziemlich peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Und ich kriegte tatsächlich zwei Ergebnisse raus, von denen eins natürlich sofort in dieses Kreuzworträtsel passte. Völlig abgefahren, ich weiß. Ich hätte nicht mal eine Ahnung, wie ich so eine Suchabfrage gestalten müsste. Nee, ich mache das nur, ich gucke mir auch immer nur die von den anderen an und passe sie dann für mich. Aber das bedeutet doch schon, also wir lösen uns beide nie komplett von der Wikipedia oder von dem Umfeld, Wiktionary, Wikidata. Also von dem Alltagszeug versuche ich mich tatsächlich zu lösen, wie gesagt, aber irgendwas ist natürlich immer und du fährst manchmal nur in Orte, weil es da halt noch ein Denkmal zu fotografieren gibt. So ist das. Und so wird es auch nächstes Jahr sein. Genau. Alles klar. Genau. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ne? Kommentiert, wenn ihr mögt. Und schaut mal, was ihr im nächsten Urlaub macht. Tschüss. Doofer Schluss.